Ja, April heißt es heute in Famarama, denn das Famarama-Team hat sich auch einen kleinen Scherz erlaubt und ja, die Maulwürfe anscheinend aus ihren Käfigen losgelassen und die machen unsere Farm hier, wie man sieht, ziemlich unsicher. Ist recht lustig gemacht, auch ist ja teilweise so, dass die dennoch. What the fuck, was geht jetzt hier ab? Oh mein Gott, so viel auf einmal. Oh mein Gott. Hat man's gesehen? Ja. Weg mit der Ladeblume, die braucht ja keiner anscheinend hier. Nehmen einfach die Sachen hier auch weg. Die sind natürlich nicht dauerhaft weg, die kriegt man dann auch gleich wieder. Das ist richtig krass, was hier abgeht. Wahnsinn. Ist lustig auf jeden Fall. Gemarkt kann man übrigens auch hier in den Einstellungen abstellen, wenn es einen zu viel ist. Hier kann man das auch aus- bzw. dann wieder einstellen. Und was denn sonst noch so alles los sein wird im April 2015 vom Rama, das zeige ich euch in diesem Vorschau-Video. Dazu begrüße ich euch recht herzlich. Ja, und vorweg gesagt, alles, was ich in diesem Video sage, das meine ich auch so. Das ist also kein April-Scherz. Ja, ist natürlich immer schwer, das ernsthaft zu meinen und zu glauben, wenn gerade der 1. April ist, wie auch immer. Und zwar, heute kamen ja den Wolkenlinien-Verkaufstage wieder neue Items kaufen. Bis zum 6. April geht diese, beziehungsweise eine neue Wolkenlinie auch, oder wie gesagt, Items einzeln, wie man möchte. Kurz gesagt, sie bringt Erfahrungspunkte. Diese Wunderrankenreihe, das kann nicht mal so schlecht. Ob es ein Wert ist, muss man schlussendlich selbst entscheiden. Ranke selber kann man nur einmal kaufen. Die Items auch mehrfach, wenn man möchte. Ja, das erste Event dann im April, das ist dann das Oster-Event. Das startet bereits morgen am 2. April, läuft dann bis zum 8. April. Was müssen wir dabei tun? Und zwar gibt es dabei eine Eventpflanze, die Osterlilie, ein Drop-Item und ein Mühlenprodukt. Ja, und das Mühlenprodukt eben hier, dafür benötigen wir wohl die Eventpflanze plus Drop-Item, das dann in der Mühle herzustellen, mit vielleicht auch noch die eine oder andere Pflanze. Vielleicht ist das ja eine orange Tulpe oder Orchidee noch, dass man vielleicht dazu auch noch benötigen wird hier. Und das Mühlenprodukt braucht man da wiederum fürs Event, um sich Belohnungen zu erspielen. Ja, irgendwie so wird es dann sein. Hier aktueller Stand, wo ich das Video drehe, ist die FAQ noch nicht raus. Die sollte dann im Laufe des heutigen Tages dann auch noch folgen. Da gibt es dann auch nochmal alle Infos zum Ost-Event. Die könnt ihr natürlich dann die FAQ nachlesen auf amramacheats.de. Ja, was gibt's? Sticker gibt's diesen hier zu erspielen hier und Items soll es auch geben, nämlich wohl diese drei an der Zahl, vielleicht auch wieder eine Wunderrankenreihe dazu, plus ein paar weitere kleine Nebengewinne beim Ost-Event in Famarama 2015. Dann während des Osterevents, nämlich am 4. bis zum 5. April, findet die Gruselnacht statt. Ja, das vielleicht möglicherweise dann mit einer neuen Quest, die da dabei sein wird, vielleicht auch neue Items, die man dann in Jack Shop erspielen kann. Also das soll dieses Mal vielleicht ein paar neue Sachen wieder mit dabei sein. Sonst ist es das gewohnte Spiel, Gruselpflanzen anpflanzen, 24 Stunden lang sich Items erspielen, bei einer Quest weitermachen, was auch immer. Gibt sich hier einiges zu tun und eben auch vielleicht wieder etwas Neues mit dabei dieses Mal. Dann am 10., vom 10. bis zum 12. April findet dann die Setzlingsaktion statt in Famarama. Bedeutet also, man kann diese wieder wie gewohnt pro Stück 5 Tulpgulden kaufen und mit etwas Glück kriegt man tolle Bäume raus. Vielleicht auch einen der neuen Bäume, denn es sollen auch neue mit dabei sein. Da hätten wir zum einen den Speierling und ja, den Affenbrotbaum. Klingt jetzt wieder mal lustig. Heute haben wir den 1. April, aber den gibt's wirklich. Kein Spaß. Und der soll dann eben hier neu kommen, der Affenbrotbaum. Ob vielleicht dieser für Bamrama und Speierling für die Farm, also dass Farm und Bamrama Setzlinge stattfinden kann, gut sein. Das ist noch nicht bekannt, wie es dann sein wird. Vielleicht sind auch wieder, ja, wie es die letzten Mal so waren, irgendein Sonderbaum dann auch in XXL-Format zu ergattern. Dazu sind aber noch keine Bildchen raus. Ich halte euch natürlich mit den Gerüchteküchenausgaben in den kommenden Tagen und Wochen immer auch auf dem Laufenden. Ja, dann das nächste Event, und zwar das zweite Event im Monat April, soll dann das Tschechien-Event sein. Wieder mal ein Länder-Event. Das gab es ja schon lange nicht mehr, finde ich von der Idee eigentlich immer recht cool. Soll vom 14. bis zum 20. April stattfinden, das Event, das tschechische, so ist es richtig, Event. Ja, was wir dazu tun sollen, ist auch noch nicht wirklich bekannt, außer dass es dazu eine Wimpflanze geben wird, ein Drop-Item und dazu auch wieder, wie wir es auch ab und an schon mal kannten, vielleicht auch in der Quest einen Baum zu spielen, und zwar die Linde möglicherweise hier, die man dann eben die Baumfrüchte auch wieder benötigt für die
Quest oder Event dann selber, um Belohnungen abzuspielen. Baum allerdings dann nach dem Event vielleicht noch wieder aus dem Spiel entfernt. Ja, bestätigt ist das natürlich auch noch nicht. Das ist also noch ein bisschen Spekulation an der Stelle. Weitere Bilder folgen dann in den nächsten Tagen. Und das letzte Event dann in diesem Monat April, das ist ein weiteres Zuchtquest-Event vom 22. bis zum 28. April 2015. Und zwar ist damit nicht gemeint, dass eine neue Zucht kommt, eine neue dauerhafte, wie man vielleicht auch meinen könnte, vielleicht auch die Kuckuckszucht eben hier, weil ja gesagt wurde, die kommt dann auch vielleicht. Vielleicht kommt sie, aber eben noch nicht im April, dann eben dauerhaft, wohl vielleicht dann eher im Mai, mal schauen, aber vielleicht die Kuckuckszuchttiere, beziehungsweise Kuckucksställe, generell die normalen, die es beim letzten Event zu spielen gab, sollen ja auch in Checks, nicht in Checkshop. Mann, jetzt bin ich wirklich. Stehe ich heute neben, ja. Man merkt, es ist der 1. April. Ne, dann im Shopping Center normal kaufen zu sein. Das wird vielleicht im April dann soweit sein. Kuckuckszucht selber, aber vielleicht dann wohl erst im Mai. Das Zuchtquest-Event nämlich soll wieder so aufgebaut sein wie, ja, die Events. Da gab es schon zwei, wie wir sie kannten, dass man eben hier Tierchen züchtet. Das war beim letzten Mal mit Schweinen. Da gab es dann das Babyschwein, das Ferkel. Und mit Schafen war es das gleiche hier. Diesmal soll es komplett gleich sein. Unterschied mit Babykühen, also mit Kälbern und mit Babypferden, mit Fohlen soll das dieses Mal also sein. Hier plus noch ein paar weitere kleine Zuchttiere, die man von der Kuh und auch von der Pferd dann eben da benötigt. Also dieses Mal wieder gleich aufgebaut, nur mit Babykühen diesmal und mit Baby Pferden an für sich, aber recht cool. Ja, ob man sonst noch was benötigen wird bei dieser Quest. Das letzte Mal war ja auch noch ein Drop-Item dabei, ist auch noch nicht bekannt. Ja, und das war's von den Events her, was natürlich dann noch die Frage ist, kommt denn im Monat April endlich das Korallenriff? Wahrscheinlich eher weniger. Sieht's danach aus, also die Hoffnung stirbt zuletzt. Es wäre natürlich schön, wenn es in diesem Monat endlich soweit wäre, das Korallenriff. Da sind ja schon einige Bilder dazu aufgetaucht. Auch zu den Tierchen, zu den Korallen hier selber, aber ja, ob es jetzt wirklich kommt im April, bleibt abzuwarten. Sonst noch, was natürlich auch jeder Monat ist, sind weitere Sparaktionen, Superdünger, Susi-Superdünger, Mega-Peter sicher stattfinden. Dann wird auch ein Baby-Boom-Day wieder stattfinden während des Zucht-Quests-Events, dann eben hier an diesen Wochenenden dann jedenfalls. Und ja, sonst die gewohnten Sachen, die man eben so kennt. Zum Schluss noch ein paar weitere Gerüchte an der Stelle gezeigt, ob die in diesem Monat kommen, bleibt auch bisschen zu bezweifeln hier. Was aber auch in diesem Monat noch sein soll, ist das zweite Jackpot-Item, die zweite, ja, Piratenscheuche kommen soll beim Farmwheel, bei den Farmwheel-Drehs eben hier zu erdrehen. Da kam bis dato, gab es ja eins. Jetzt soll in diesem Monat April auch ein zweites folgen. Gut, damit bin ich am Ende des Videos angelangt. Bedanke mich beim Zugucken. Auf was freut ihr euch denn besonders im Monat April? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag, wenn ihr das Video seht. Wann auch immer, vielleicht noch einen schönen 1. April. Oder einen lustigen 1. April. Besser gesagt.